Tag 10. Morgens um 5:30 Worms. Da hinten geht die Sonne auf. Und da, glaube ich, kann man noch den Mond erkennen, so ganz schwach. Dort steht der Turm. Dort hinten, unter diesen Bäumen, haben wir die letzte Nacht gepennt. Weil wir gestern Abend erst um 9:30 hier waren. Wir haben keinen Schlafplatz gekriegt. Jetzt haben wir gerade ganz schnell zusammengepackt, weil hier unten unheimlich viel Betrieb ist. Und bevor die Bullen kommen, haben wir einen super Start gehabt im Packen. Ja, jetzt müssen wir uns gleich noch ein bisschen weiter orientieren. Wir brauchen neues Kartenmaterial. Zumindest für die Pennplätze, weil das, was wir hatten, ging nur bis Ludwigshafen. Da sind wir dann gestern auch noch am späten Nachmittag durch, von Speyer aus, über Speyer nach Ludwigshafen und von Ludwigshafen nach Worms. Kein Pennplatz gekriegt, nichts, geregnet, am Rhein, alles sumpfig. Und dann sind wir dann hier reingekommen. Und ich kann euch sagen, Leute, ich kann euch das nicht empfehlen, aber meine Mausi, die hat sehr gut durchgehalten. Wir sind 100 und, wie viel waren das? 148, Mausi? 148 Kilometer sind wir gestern gefahren. Ha, Rekord. Jetzt geht es Richtung Mainz. Und das geht da runter, ne? Jetzt müssen wir dieses scheiß Industriegebiet da vorne auf der linken Seite auch noch umfahren. Aber vorher fahren wir jetzt erstmal in den Start, ne? Ich denke mal, hat um 6 Uhr der erste Wecker aufhalten und dann machen wir erstmal richtig schön Frühstück. Jo, so läuft's. Aber sieht gut aus hier unten. Und ich hoffe, wir haben heute den ersten Tag mal wieder schönes Wetter. Also sehr, sehr vielversprechend. Ja. Die Sonne wird gleich kommen. Und dann geht's ab. Die Nacht hat noch mal leicht geregnet. Aber wir hatten Ruhe. Ich glaube, eine Maus hat die Zecke. Ich muss da jetzt mal bei gucken.